Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute dreht sich in meinem Video alles rund um das Thema Brotbacken. Ich verrate euch alle meine Tipps und Tricks, die ich so kenne, damit ihr auch, egal welches Brotrezept ihr habt, zu einem mega fantastischen Brot zaubern könnt. Und ich bereite das Ganze heute in der Lilly zu. Das ist der kleine Zaubermeister. Das ist hier quasi die Form. Die hat eine Füllmenge von 1,5 Litern und eignet sich perfekt für so tolle Alltagsbrote, die man auch wunderbar in der Brotdose mitnehmen kann. Und ich würde sagen, wir starten auch schon direkt los mit den Zutaten. Für unser leckeres Kölnerbrot benötigen wir einmal 215 Gramm Wasser, 10 Gramm frisches Hefe, 15 Gramm Zuckerrübensirup. Dann habe ich hier 250 Gramm Weizenmehl Typ 550, dann noch 60 Gramm Weizenmehl Typ 450. Außerdem benötigen wir noch 40 Gramm Roggenmehl, das ist 1150. Außerdem benötigen wir noch 7 Gramm Öl. Außerdem habe ich hier schon gemischt, einmal 7 Gramm Salz und einen halben Teelöffel Backmalz. Und hier habe ich schon mal eine Körnermischung einfach so übereinander geschichtet. Das besteht aus 10 Gramm Chiasamen, 10 Gramm Leinsamen, 15 Gramm Sesam und 15 Gramm Sonnenblumenkerne. Da könnt ihr auch, wenn ihr wollt, ein bisschen mehr Körner dazugeben. Ich mache das auch immer so ein bisschen Pi mal Daumen. Als erstes fügen wir jetzt das Wasser, Hefe und den Zuckerrübensirup in den Mixtopf und lassen das Ganze für ungefähr 4 Minuten 37 Grad Stufe 2 erwärmen. Und jetzt fügen wir nur noch alle restlichen Zutaten in den Mixtopf und lassen das Ganze auf der Teigknetstufe verkneten. Schauen dann zwischendrin von oben nochmal über den Deckelrand rein und schauen, ob sich das Mehl komplett vom Rand löst. Wenn nicht, gebt ihr einfach nochmal ein bisschen Mehl von oben mit zu. Jetzt nehmen wir den Teig aus dem Mixtopf, bemehlen unsere Arbeitsfläche, formen ihn einfach nur zu einer runden Kugel und lassen das Ganze dann abgedeckt. Ich lasse das Ganze in der kleinen Nixe abgedeckt hinten wieder wie immer auf meiner Fensterbank ruhen, bis sich der Teig einfach verdoppelt hat. So, und jetzt kommen wir zum sogenannten Fall and Stretch. Das bedeutet, wir geben dem Brot eine gewisse Spannkraft und wir mehlen unsere Arbeitsfläche, nehmen den Teig in die Mitte und nehmen unseren Teigling einfach und überlappen quasi immer die Außenseite nach innen. Mit so einer Drehbewegung quasi. Und das machen wir so lange, bis ihr merkt, dass der Teig richtig fest wird und es wird immer schwerer. Also man sagt ungefähr 10 Mal, aber keiner stellt sich da hin und zählt jetzt 10 Mal. Macht es einfach nach Gefühl, bis ihr merkt, es geht nicht mehr. Dann formt ihr den quasi zu einer runden Kugel und dann tun wir ihn in unsere eingeölte Lilly. Wer eine Patina-Schicht hat, braucht natürlich kein Öl. Wer noch im Aufbau ist, der pinselt das Ganze quasi. Ich pinsel es jetzt einfach mit ein bisschen Sonnenblumenöl ein.
richtig, richtig schöne rustikale Note bekommst, werde ich das Ganze einfach nochmal hier mit meinem Streufix ein bisschen von oben einmehlen und mit einem scharfen Messer einritzen. Das könnt ihr einfach so mit einem Muster machen, was euch gefällt. Und wer mag oder wer anstatt Mehl lieber Körner mag, kann auch einfach ein bisschen Körner unten reingeben. Und jetzt kommen wir zum letzten Schritt. Das bedeutet, die Lilly wandert in den kalten Backofen, so abgedeckt quasi, wandert die jetzt in die unterste Schiene auf unserem Küchenrost rein und dann stellt ihr den Backofen am besten auf Ober-Unterhitze 240 Grad für 60 Minuten. Wessen Backofen nicht so gut mit Ober-Unterhitze funktioniert oder wenn die Unterhitze nicht funktioniert, das ist das Fatale, dann nutzt lieber Heißluft und geht einfach 30 Grad runter und dann habt ihr quasi auch ein super tolles Ergebnis. Schaut einfach von oben rein. Ihr könnt nach 60 Minuten den Deckel hoch machen. Wenn euch die Bräunung nicht gefällt, könnt ihr quasi nochmal 5 oder 10 Minuten oben drauf setzen ohne Deckel. Dann kriegt ihr auch oben eine richtig, richtig starke Kruste. In meinem Backofen reichen 60 Minuten mit Deckel völlig aus. Also schaut einfach, wie es bei euch zu Hause einfach klappt und was euch vor allen Dingen auch am liebsten schmeckt. So schnell haben wir ein leckeres Brot gezaubert. Also ich persönlich ist so mein absoluter Favorit, weil ich finde die Mischung aus den Körnern total lecker. Ich lasse das Ganze jetzt abkühlen und für diejenigen, die sich fragen, wie kann ich das am besten oder mein Tipp für lange Aufbewahrung und lange Freude am Geschmack am Brot, ist es quasi das in Scheiben zu schneiden und dann auch in den Scheiben einzufrieren. Also ich mache mir immer so quasi so Portionen zurecht für ein Abendessen für uns zu zweit oder auch falls jemand alleine ist, dann mit nur zwei Broten. Und eingefroren schmeckt das Ganze wirklich noch immer richtig lecker, wenn man das im Toaster auftauen lässt und dann im Toaster toastet. Das ist wirklich super lecker. Und ich würde sagen, wenn ihr euch das Rezept interessiert und ihr es nachmachen wollt, dann schaut einfach unten in der Infobox. Da verlinken wir euch den Link zu meiner Homepage. Da könnt ihr euch das Rezept angucken und auch ausdrucken. Ich hoffe, ihr hinterlasst mir einen Daumen nach oben und habt meinen Kanal sowieso abonniert. Und ich würde sagen, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann. Tschüss.